Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 13. Oktober 2017? Mond hat eine abnehmende Mondphase. Das eignet sich ganz gut dazu, von etwas verabschieden, loslassen, trennen, kündigen. Das sind immer die Reinigungsprozesse in unserem Leben. Mond bewegt sich im Grenzbereich zwischen Krebs und Löwe. Heute übergeht in Tierkreiszeichen Löwe und hat einen Einfluss von einem Sternbild, und das sind die nördlichen und die südlichen Aselius. Das sind zwei Esel. Was hat mit unserem Alltag zu tun? Mond übernimmt die kosmischen Einflüsse, saugt auf wie ein Schwamm und leitet uns weiter und somit beeinflusst unseren Alltag. Die Geschichte, die mythologische Geschichte zu diesen beiden Esel ist folgendes. Es gab einen Kampf, es gab einen Krieg zwischen Göttern und Titanen, und die waren die Riesen. In die Seite der Götter führte dieser Kampf Vulcanus, der Feuergott, der Gott der Schmiedekunst, der Gott der Waffenherstellung. Die Römer haben Vulcanus sehr verehrt. Und die waren am Verlieren. Und die haben zwei Esel dabei gehabt, und diese beiden Esel haben geschrien, und die Titanen, diese Riesen, haben diesen Ton, dieses Geräusch noch nie gekannt, und sie haben so Angst bekommen, dass sie davon gelaufen sind, und damit haben die Götter diesen Kampf gewonnen, dank die beiden Esel. Und als Dankbarkeit wurden im Himmel gesetzt, und das ist dieses Sternbild im Himmel, die südlichen Aselius und die nördlichen Aselius. In die Nähe befindet sich auch die Futterkrippe, gehört zu diesen beiden Esel. Das sagt uns aus für den Tagen, für den Alltag, wir sollen mal unserem Ton erheben, mal sagen, was wir denken, oder mal etwas lauter werden. Aber im heutigen Tag kommt ein Einfluss von anderen Planeten, und das erzeugt eine gewisse Spannung. Und das bedeutet mit anderen Worten, und das habe ich auch im Himmelsbotschaft auch vermittelt, auch für 13. Oktober natürlich, wir sollen nichts übertreiben, nicht allzu laut werden, auch wenn wir am Rechten sind, sondern wir sollen auch die Gefühle anderen eingehen, weil wenn wir jetzt zu laut unsere Meinung äußern oder unseren Gefühlen zeigen, wie Wut zum Beispiel, das führt zu Spannung, das führt zu Missverständnissen, und wir sollen diesen Gefühlen auch im Zaun halten und mal ein bisschen leiser sein, weil das führt zu dieser Situation, was verursachen kann, ein Streit. Und das sollen wir verhindern. Sonne, der Scheinbewegung der Sonne ist in Tierkreiszeichen Waage, unserem Sonne, und das beeinflusst auch unserem Leben. Hat auch einen Einfluss von einem Sternbild, und das ist die Schiff Argo. Das ist etwas in Bewegung zu setzen, und da brauchen wir Orientierung und Klarheit, aber die Einfluss von einem bestimmten Stern vorrahmen, und diesem Stern vorrahmen befindet sich im Schiff Argo, in diesem Sternbild, und das ist wie ein Schlüsselloch. Also die richtige Schloss finden und auch die richtige Schlüssel, die richtige Türe zu öffnen. Aber das ist gar nicht so einfach, weil rundherum in diesem Stern vor Rahmen sind Nebel.
Also ein benebelter Zustand, wir wissen nicht, welche Tür sollen wir öffnen, welche Möglichkeiten, Chancen haben wir gerade. Das ist alles wie benebelt, also das ist die Aussage, die Einfluss vom Vorrahmen. Und die Schiff Argo sollte bewegen, das heißt für unser Leben, wir möchten auch vorangehen, wir möchten auch etwas erreichen, aber es sind noch Unklarheiten da. Jetzt kommt die Sonne dazu. Und die Sonne möchte Klarheit. Und es ist gar nicht einfach, jetzt orientieren und alles im Waage, das alles abwiegen, vergleichen, ausgleichen. Also kommt noch die Waage Einfluss auch dazu. Also das bedeutet, alles überprüfen nochmal, eine Klarheit zu bekommen oder vergleichen. Sonst entstehen Unklarheiten und wir öffnen vielleicht den falschen Tür im Moment. Also das sind die Botschaften. Unser Planet Erde hat auch einen Einfluss. Unser Planet Erde bewegt sich gerade im Tierkreiszeichen wieder und hat einen Einfluss vom Baten Kaitos. Dieser Baten Kaitos ist ein Stern im Sternbild Walfisch. Dieser Walfisch hat Andromeda gefesselt. Und aber dieser einzelne Stern, dieser Baten Kaitos, sagt aus. Es kommen Einflüsse von außen, erzwungene, jemand versucht uns etwas vorschreiben oder uns zu etwas zwingen. Und wir müssen diese Einflüsse nicht akzeptieren, sondern wir sollen selbst die Entscheidungen treffen und oder einen Widerstand leisten. Und das ist der Einfluss, was unserem Planet gerade in diesem Bereich bewegt sich momentan. Und schauen wir die einzelnen Tierkreiszeichen an und ich beginne mit Tierkreiszeichen Krebs. Hier gilt auch die Gefühle in Zaun halten. Wir neigen heute dazu, und das ist der Jupiter-Einfluss, etwas zu übertreiben. Also ist es lieber zurückhaltend sein, eher auf die Gefühle anderen einzugehen. So kommt alles in Harmonie, sonst... Und denken wir auf den beiden Esel, wenn wir jetzt laut werden oder wütend werden, führt zu Missverständnissen, führt zu Trennung, führt zu Streit. Die Krebsgeborenen erleben das in erster Linie im beruflichen Umfeld. Die Löwengeborenen kommt etwas in Bewegung, Veränderungen, neue Möglichkeiten, auch ein Aufstieg und die Löwengeborenen sollen auch diese Möglichkeiten auch wahrnehmen, aktiv zu sein, diese Möglichkeiten auch nützen und das ist Erfolg, besonders in beruflichen Situationen. Tierkreiszeichen Jungfrau-Geborenen erleben eine gewisse Spannung in die Liebe, Partnerschaft und sie sollen auf ihren Gefühlen, auf ihren Sehnsüchte achten und das in Ordnung bringen, weil das führt zu einer glücklichen Partnerschaft. Sie sollen aber die Freundschaften auch ein bisschen überprüfen, weil da sind auch Enttäuschungen da und lieber die Freundschaften, die nicht echt sind, lieber beenden und da räumen die Jungfrau-Geborenen gerade auf. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen brauchen gerade Diplomatie, alles betrachten, dass diese Unklarheiten aus dem Weg zu schaffen und Klarheit bekommen, aber etwas noch überprüfen, achten wir gerade dieses Schiff Argo und dieses Schlüsselloch in diesem Schiff, wo benebelt ist. Also das ist die Energie, was auch die Wagengeborenen auch persönlich auch so wahrnehmen. Also auch die Einflüsse von außen betrachten und das ist wichtig, die Augen offen halten, Klarheit zu bekommen und auch diplomatisch verhalten und die richtigen Entscheidungen treffen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen sollen auf ihren Gefühlen achten, so ähnlich wie bei Krebsgeborenen, das ist auch hier die Neigung im Augenblick da, etwas zu übertreiben und das führt zu Spannung, das führt zu Missverständnissen, das führt zu Streit, lieber die Gefühle in Zaun zu halten. Auch mit Kommunikation zurückhaltend sein, abwarten, bis
Die Einflüsse kommen von außen, weil diese Nachricht, was die Skorpiongeborenen warten auf eine Nachricht, warten auf einen Termin oder warten auf einen Vertrag, ist schon unterwegs. Die Tiere zeichnen Schützengeborenen, erleben auch Spannung in die Liebe, Partnerschaft und viele Schützengeborenen treffen wichtige Entscheidungen. Und sie sollen auf ihren Gefühlen, auf ihren Sehnsüchte achten, weil das ist die beste Ratgeber und das sollen sie in Form bringen. Dann kommen auch diese Veränderungen und sie bringen gerade ihre Beziehung in Ordnung. Wichtig ist, selbst zu sein, auf die eigenen Gefühle achten und so die Entscheidungen treffen und keine Kompromisse eingehen. Die Tierkreis zeichnen Steinbockgeborenen, kommt etwas in Form. Die Steinbockgeborenen haben mehr Kraft und Mut, eine kleine Reise oder ein Besuch oder eine Einladung oder Kontakte im Nachbarschaft oder in Verwandtschaft kann ein Vorteil sein bei den Steinbockgeborenen. Die Tierkreis zeichnen Wassermann geboren werden, etwas klar und deutlich erkennen, die Chancen, Möglichkeiten, wie ihren Schritten gestalten, da sind vielleicht noch Unsicherheit da, aber zurückhaltend sein, die Kraft zu holen, da liegt auch die Klarheit, das heißt etwas noch vorbereiten. Das bedeutet für die Wassermanngeborenen Chancen, Möglichkeiten bietet das Leben gerade an. Das sollen sie bewusst wahrnehmen. Die Umstände sind noch undeutlich, unklar oder die Gefühle dazu, die Zweifel daran und damit eine Klarheit oder die Ruhe, die richtige Entscheidung getroffen werden können, sollen die Wassermanngeborenen mal für einen Tag zurückziehen, nachdenken, noch etwas überprüfen und erst dann handeln. Und ein Bereich, was auch wichtig ist, gerade bei den Wassermanngeborenen, sind die Zuhause oder Immobilien, vielleicht ein Umzug, eine Renovierung oder die Wohnung zu verschönern oder einfach dieser Rückzug, weil da liegt die Kraft und die Ruhe, was die Wassermanngeborenen genießen können. Aber Handeln mit Immobilie wäre auch ein Vorteil, kommen auch gute Ideen bei Wassermanngeborenen. Die Tierkreis zeichnen Fischengeborenen, sollen auf ihren Intuitionen hören. Das ist auch die schöpferische Kraft. Sie sind gerade sehr kreativ und sollen sie sich inspirieren lassen und das Leben genießen, diese spielerische Art und Weise, das, was die Fischengeborenen brauchen gerade, diese Leichtigkeit auch. Und das ist auch wie ein Heilprozess gleichzeitig. Und das sollen die Fischengeborenen gerade genießen. Die Tierkreis zeichnen Wiedergeborenen, kommt eine Verbesserung, mehr Chancen, mehr Möglichkeiten, auch in die Liebepartnerschaft, aber auch in beruflichen Situationen, wo die Wiedergeborenen achten sollen, die Kraft, wo setzen sie ihren Kraft ein, wenn das zu viel ist, zu stressig ist, fühlen sie sich kraftlos und verlieren damit das Gleichgewicht. Die Tierkreis zeichnen Stiergeborenen, verspüren gerade eine gewisse innere Spannung. Sie sollen eher abwarten, bis etwas beruhigt, bis etwas in Form kommt. Wichtiges Thema ist jetzt und auch in die nächste Zeit Liebe, Partnerschaft. Das kommt in Form, aber heute ist diese Nervosität oder Spannung spürbar, also ein paar Tage abwarten, bis es sich alles beruhigt. Das kann auch das eigenen Gefühlszustand bedeuten. Die Tierkreis zeichnen Zwillingsgeborenen, befinden sich in einer Wandlung, einer Veränderungsphase. Die Möglichkeiten sind wieder da, auch die Begeisterung ist wieder da, auch etwas in Bewegung kommt auch, bekommen auch mehr Klarheit und das sind die Handlungsweise, was die Zwillingsgeborenen vorteilhaft nützen können. Eine gute Nachricht, ein schönes Gespräch, ein wichtiger Termin ist auch zum Erwarten. Diese tägliche kosmische Energie beeinflusst unserem Leben. Das ändert sich jeden Tag, das ändert sich sogar jede Stunde. Das heißt, jeden Tag, jeder Moment ist einzigartig. Das nehmen wir wahr. Ich kann das auf dem einzelnen Tierkreis zeichnen, beziehen. Jeder Tierkreis zeichnen erlebt das anderes.
aber das ist auch noch nicht individuell. Natürlich dazu ist wichtig, wäre eine Horoskopanalyse auch für einen bestimmten Tag oder einen bestimmten Zeitraum wie Monatshoroskop oder Jahreshoroskop oder wie wird 2018 sein, da mal einen Überblick zu bekommen. Es ist möglich und das kann ich Ihnen bieten. Mein Kontaktdaten befindet sich unten bei der Beschreibung. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.